was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog hier aus München. Und zwar, heute gehe ich mir die Haare wieder färben. Ihr wisst ja Leute, ich habe mir mal die Haare braun gefärbt. Das war mit einer der besten Vlogs, finde ich, auf meinem Kanal. Und heute möchte ich sie wieder schwarz färben. Das bedeutet, ich möchte nicht mehr diesen braunen Ton haben. Ich glaube, jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Aber wenn ich so in der Sonne stehe, dann sieht man das richtig. Und ja, deswegen, ich will jetzt einfach wieder komplett schwarz haben, Leute. Danach hole ich mir noch das neue iPhone. Wenn ein paar von euch mir auf Snapchat folgen, wissen die, dass mit meinem alten Handy die Qualität richtig belastend war. Und ich werde mal gucken, was das neue iPhone auch so kann. Also so filmen technisch, so vloggen, weil Anton hat zum Beispiel sein Rummelvideo mit dem iPhone gemacht. Und ich fand das richtig krass. Also so von der Qualität her eigentlich gar nicht unbedingt schlechter, würde ich sagen. Und wir beginnen jetzt erstmal damit, indem wir zum Apple Store fahren. Wir sind jetzt angekommen in der Stadt. Anton ist auch am Start. Jawohl, mit der Goldchain. Aber keine Versace Goldchain, sondern Yu-Gi-Oh! Digga. Sieht schon heftig aus, Digga, kann man nicht sagen. Hier ja, sieht's auch richtig nice aus, Leute. Guckt euch mal an, hier im schönen München im Weihnachten. Hier ist Rinderpunsch. Rinderpunsch? Das ist Rinderpunsch, Amaner Keulen. So, Leute. So, Yu-Gi-Oh! Ja, Mann, schwarz. So Leute, ich habe mir das Handy gegönnt, ich packe das jetzt aber gleich aus, jetzt noch nicht, weil wir gerade da drin leider nicht filmen durften. Wir gehen jetzt zum Friseur, ich schneide mir die Haare, Anton schneidet sich die Haare, ist auch glaube ich echt nötig bei dem, bei mir auch. Ja, und ich färbe mir die Haare jetzt schwarz, mal gucken, ob die das machen, ich hoffe es zumindest, wenn nicht, müssen wir dort, da wo ich mir bei meinem ersten Video die Haare gefärbt habe. Du deine Backe gerade. Ja, ist doch egal, die Leute sollen hören, was ich erzähle. Da braucht ich wir sind gerade aber erstmal auf der Suche nach einem Crepe. Wo sind die Crepes? Hey, Masi, wollen wir mal so eine kleine Freestyle-Einlage machen? Bianco. Genau. Das Scheiß ist weiß. Das Lied ist heftig, Digga, kann man nicht sagen. Ja, das Lied ist heftig. Oder, ja. Warte, oder. Grüße an Kästig an dieser Stelle. Und an Krappi. Schöne Stein. Schöne Stein. Das mit dem Stein, ne? So eine lustige Story eigentlich. Die erzähle ich euch mal kurz. Und zwar haben wir waren so bei KS und Krappi in der Wohnung. Wir haben da so gechillt. Und die hatten das Fenster offen. Und dann kommt genau in diesem Moment kommt so ein Stein rein. So ein richtig fetter Stein. So ein Stein hat irgendein Abonnent da reingeworfen, ne? Krappi nimmt dann so einen Stein und fängt an zu singen. Schöne Stein. Ja, genau. Dieses Lied von Young Hearn oder Young Huren oder wie der heißt. Schöner weiß. Stein. Und Krappi tanzt so mit diesem Stein. Sie so schöner Stein. Stein. Wir haben uns so kaputt gelacht mit deswegen, Stein. Alter. Hier halt's Maul. Wir gehen jetzt zum Friseur, Anton telefoniert gerade mit seiner Freundin und er hat verkauft, das heißt, wir gehen jetzt getrennte Wege. Ja, er hat einfach 31er-Move gebracht. Ja. Ich bin hier jetzt im Kaufhof, wir unboxen jetzt kurz gemeinsam das Handy, mal gucken, was das gute Ding so kann. Ich gönne mir echt nicht oft, aber das musste echt sein. Sieht schon Armageddon aus, Leute. Diamant, schwarz, heftig, heftig, heftig. Direkt abmachen. Fast direkt kaputt gegangen. Scheiße. Ich pack's aber in die Hülle rein. Ich habe mir hier so eine Hülle gegönnt, die ist, ich weiß nicht, in der Kamera sieht es irgendwie gerade komisch aus. Die ist auf jeden Fall blau, marienblau. So Leute, und das ist mein neues Handy. Let's go. So Leute, suchen uns jetzt unser Crepe. Hallo, ich will bitte ein Crepe mit Kinderriegel. Okay, cool. Jo. Vielen Dank. Crepe war so geil, Leute, aber ich habe noch nie in meinem Leben so Durst gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr so, wenn es Schokolade isst und es irgendwann zu viel wird und du einfach was zu trinken brauchst unbedingt? Aus irgendeinem Grund bist du einfach Klacks genannt. Wenn du so voll den Klacks hast. Mit Klacks meinen, wenn du so einfach so voll viel. Keine Ahnung, wie man das überhaupt erklären soll. Wenn du so voll viel Schokolade gegessen und einfach was zu trinken brauchst, ihr wisst, was ich meine, Amanda Koldum. In unserer Fachsprache nennt es sich Klacks. So, und jetzt muss ich nur noch zum Friseur, Alter. We just go no, 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 we can't come close, come close. So Leute, wir sind angekommen beim Friseur und die werden mir jetzt auf jeden Fall die Strähnen schwarz werden. Ich hoffe, der Friseur hat nichts dagegen, wenn ich das Ganze ein bisschen filme für euch. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber mal. Bitte? Nur oben, genau. 20 Minuten muss der Shit jetzt einwirken in meinen Haaren, wir kennen das ja schon. Mama und Papa, falls ihr dieses Video zu Hause seht, keine Angst, ich färbe mir die Haare schwarz. Also nicht kein Grau, kein Blond, Braun, was weiß ich, sondern einfach nur legit
schwarz. Ein guter Chai darf nicht fehlen, Leute, wenn man sich die Haare schneidet. Fertig. Genau wie vorher. Met a true bookie in the state of my mind. Now know a lot of rookies coming over for the title. Wieder 100% Kenneck. Und jetzt lass ich wieder noch schnell die Seiten machen. Hier ein bisschen den Bart und so. Hier ein bisschen sauber machen. Und dann geht es schon wieder ab Richtung nach Hause, Richtung Pablo im Elgato-Haus. Der wartet dann schon im Licht mit einem Kollegen auf uns. Sagen wir uns gleich nach dem Haircut nochmal, Leute. I wanna fight. I just roll a dice. Yeah. Do it for the money, yeah. Do it for the price. Take it like a man, nah. I don't take advice. Put the money on the table like a Russian with the spice. So Leute, ich bin jetzt am Hauptbahnhof wieder. Ich glaube, ihr kennt hier das alles davon im ersten Vlog, so richtig Déjà-vu fast. Ich warte gerade nur noch auf Anton und dann gehen wir gemeinsam was fooden. Ich werde einfach jetzt so lange ein paar coole Sachen aufnehmen. Don't go, don't go, you just can't come close, come close. I'm looking for the loco, loco. No, I don't wanna postpone, postpone, yeah. Whip it, whip it, I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, whip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, 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 it can't come close. Yo, yo, Basta auch am Start, jetzt auch mit gesort. Alter, ich seh heftig aus, Digga. Hab doch gesagt, dass ihr das macht. Ich bin schon eine geile Sau. So, Leute, ich bin angekommen zu Hause. Endlich, endlich, endlich. Da ist auch Pablo, der Kleine. Ja, hallo, Pablo. Hallo. Hallo Schatzlein! Ciao, 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 ciao! Pablo kriegt nicht was zu essen, deswegen wartet er da schon ganz geduldig. Ich bin jetzt endlich hier zu Hause angekommen und hier endet auch der Vlog. Leute, wenn ihr mehr Vlogs von mir sehen wollt, ich habe echt Bock, einen Tag in der Woche festzulegen, wo immer ein Vlog kommt. Also wenn ihr das in der Bock drauf hättet, lasst mal ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das auf jeden Fall immer durch. Und sorry, falls die Qualität gerade ein bisschen belastend ist, weil ich nehme zwar mit meinem neuen Handy auf, aber das Licht ist hier nicht so nice und bei schlechtem Licht ist die Kamera auch nicht so gut. Das weiß ich. Aber wir werden auf jeden Fall noch die Chance haben, es bei besseren Lichtverhältnissen auszutesten. Und jetzt ganz wichtig, Leute, und zwar bitte verbreitet das Hashtag, den Hashtag, whatever, Barca4OneMio. Wenn ihr dieses Video bis zu dieser Stelle geschaut habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde ich sagen. Ja, ich möchte einfach damit ihn so ein bisschen supporten, weil er verdient echt die Millionen. Er sweatet so hart dafür, Leute. Ich sehe das ja wirklich. Ich bin ja so der Typ, der inside ist, no homo. Und ich sehe halt, das war gestern gerade so schwul, ne, egal. Mit inside, weil ich halt im Haus, ich sehe, wie er arbeitet. Ich sehe, wie er sich wirklich Mühe gibt, Leute. Und das ist echt Kraft. Der Typ verdient das, ohne Scheiß, Mann. Und deswegen schreibt es bei ihm überall in die Kommentare. Verbreitet einfach diesen Hashtag Barca4OneMio. Also Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und Peace.